Hallihallo, meine Liebe, hier spricht die Glücks-Claudi und ich möchte dich heute mit auf eine der sieben Mama-Energieinseln mitnehmen. Und in den nächsten Wochen werde ich dir auch alle anderen nochmal vorstellen und dir natürlich auch jeweils eine praktische Übung mit an die Hand geben, damit du ein kleines bisschen Auszeit, ein Stück Freiheit in deinem stressigen Mama-Alltag haben kannst. In diesem Video zeige ich dir die allererste Insel, die Körperinsel, und nehme dich mit und zeige dir, was dein Körper dich unterstützen kann, wenn du dich aktivieren oder aber auch entspannen möchtest. Lass uns gleich starten. Doch vorher mag ich dir gerne noch mal einmal erzählen, was denn eigentlich die anderen Inseln sind, worauf du dich in den nächsten Wochen freuen kannst, was dich da noch erwartet. Wie gesagt, heute die allererste Insel, beginne mit der Körperinsel und dann folgt darauf die Sonneninsel, danach kommt die Rettungsinsel, dann kommt die kreative Insel, die Kopfinsel, die Herzinsel und zum Schluss erwartet dich die Schatzinsel. Ich hoffe, es macht dich neugierig und ich hoffe, du bist schon gespannt darauf, was du von jeder Insel für dich mitnehmen kannst. Es ist mir sehr, sehr wichtig dabei, dass es etwas Kurzes und schnell Wirksames für dich in deinem Alltag gibt, das du anwenden kannst, wenn du es wirklich brauchst. Ich halte nichts davon, in unserem stressigen Mama-Alltag dir etwas zu empfehlen, wofür du jetzt 3 Stunden Zeit brauchst, denn ich weiß selber als zweifache Mama, dass das nicht umsetzbar ist. Ja? Deswegen legen wir auch direkt los. Diese Zeit ist kostbar und ich möchte dir gerne was mit auf den Weg geben. Widmen wir uns also heute der Körperinsel. Die Körperinsel ist insofern ein Geschenk, da du deinen Körper ja immer bei dir hast. Ja, du hast deinem Körper einiges zu verdanken. Du bist den ganzen Tag mit ihm zusammen und du kannst ihn natürlich hegen und pflegen auf verschiedenste Art und Weise. Ich brauche dir nichts über Sport erzählen und über Ernährung oder sonstige Dinge. Hygienische Pflegemaßnahmen und sonstiges, wo du auch viel, viel, viel Gutes für dich tun kannst. Darum soll es heute nicht gehen. Das kannst du woanders lernen. Das gibt es genug andere Menschen, die sich damit auskennen. Nein, heute soll es darum gehen, was du tun kannst, wenn es wirklich mal stressig ist, wenn dein Kind vielleicht etwas in dir, ja, ein Knöpfchen drückt und du merkst, jetzt prasselt aber hier so langsam die Energie, die Wut so raus. Ja. Oder aber wenn du merkst, ich kann nicht mehr. Ich werde diesen ganzen Anforderungen nicht mehr gerecht. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Mein Akku ist leer. Ja, und das kennst du wahrscheinlich sehr genauso gut wie ich. Manchmal kümmern wir uns um den Akku unseres Handys viel, viel besser als um unseren eigenen. Aber wir sind nun mal auch Vorbilder für unsere Kinder. Was leben wir unseren Kindern vor, wenn wir uns nicht selbst auch achten und schätzen und unserem Körper auch Zeit zur Regeneration geben? Und vielleicht kennst du es ja dann auch, dass du denkst, oh, ich will einfach mal nur einen Tag frei haben. Ja, oder ich möchte gerne einfach mal eine Woche auf einer einsamen Insel und einfach mal nur schlafen. Vielleicht bist du es auch leid, dieses 500 Mal am Tag, Mama, Mama, und kannst es nicht mehr hören und denkst aber nur, oh, lass mich doch einfach mal kurz atmen. Das kenne ich auch sehr gut. Und deswegen möchte ich dir auch wirklich etwas an die Hand geben, wo du sagen kannst, ich kann damit trotzdem meine Auszeit genießen oder meinen Körper etwas geben, etwas Energie auftanken können, den Akku aufladen können, damit du trotzdem deinen Verpflichtungen weiter nachkommen kannst, die du ja auch gerne übernehmen möchtest. Ne? Denn sind wir mal ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt eine Woche frei hättest, je nach Alter deines Kindes, wärst du wahrscheinlich trotzdem immer in Gedanken dabei und denkst, wie läuft das denn? Wie geht das denn? Kannst du mir gerne mal einen Kommentar lassen, wie es dir damit gehen würde, jetzt wirklich mal eine Woche frei zu haben. Von allem. Nur ganz alleine dich verwöhnen zu lassen. Ich denke, das ist ja so eine Wunschvorstellung, die ich auch toll finde. Aber ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht so lange aushalten. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Kommen wir zurück. Was kannst du also nun tun, wenn dein Kind trotzdem bei dir ist oder ja, einfach gerade keine Unterstützung da ist? Ja, also wenn durch die Corona-Zeiten haben wir festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Kinderbetreuung zu haben. Sei es jetzt, ob es die Schule ist, der Kindergarten oder die Großeltern, die wegfallen. Ja, der Partner, der vielleicht auch noch arbeiten geht, du, die deinen Job vielleicht noch erledigen möchtest, ja, Haushalt, alles, was so dazu kommt. Das ist ja eine Riesenlast. Und da können wir nicht einfach sagen, Kind, beschäftige dich jetzt mal 2 Stunden. Größere Kinder können das vielleicht, die kleineren eher weniger.
So, das heißt, du hast also dein Kind dabei, was auch völlig in Ordnung ist. Und trotzdem ist vielleicht die Situation, wo du einfach mal sagst, boah, ich möchte jetzt mal ausschlafen. Was kannst du also dann tun? Bevor ich dir gleich die Übung praktisch zeige, mag ich dich einladen. Wenn du schon noch weitermachen möchtest und nicht auf die nächsten Wochen warten willst, dann kannst du dir jetzt natürlich auch schon meine Energieraketen holen. Da bekommst du 5 Tage lang eine E-Mail von mir mit einem neuen Impuls für dich, mit einer neuen Energierakete. Und dann kannst du damit auch schon am Ball bleiben, kannst du das regelmäßig üben. Auch das sind, wie jetzt hier in diesem Video und in den kommenden Videos, auch kurze, knackige Übungen. Ich stelle dir gerne den Link rein. Hol sie dir runter, sie sind kostenfrei für dich. Gar keine Bedingung dran geknüpft. Also von daher kannst du dir die unverbindlich einfach holen. Und ja, freue mich, wenn du damit einfach startest und dir den Alltag damit ein bisschen leichter machst. Okay, also, was möchte ich dir heute mitgeben? Was möchte ich dir heute zeigen als Idee, als Inspiration aus meinem Pool von Möglichkeiten? Es gibt so, so viele Möglichkeiten, was du tun kannst, die ich einfach auch im Laufe meiner langjährigen ergotherapeutischen Erfahrung gesammelt habe. Und diese, ja, viele Übungen oft quasi jetzt auf dieser Körperinsel für dich zusammengefasst habe und viele von den anderen Übungen auf die anderen Inseln gepackt habe. Es sind alles Möglichkeiten für dich, wo du dir etwas heraussuchen kannst, ausprobieren und gucken, passt das für mich oder passt das für mich nicht. Und deswegen finde ich es immer toll, wenn wir so ein Repertoire an Möglichkeiten haben, dass du deine Schatztruhe mit den Dingen füllen kannst, die für dich wirklich wichtig sind. Ja, also da gibt es kein, das ist für alle das Gleiche, alle das gleich Richtige, sondern es gibt nur das, wo du intuitiv fühlst, das ist das, was ich mag. Und eine Möglichkeit mag ich dir jetzt gerne zeigen, damit du ein neues Stückchen für deine Schatztruhe findest auf deiner Entdeckungsreise auf die Mama Energieinsel. Du hast vielleicht schon mal was von der sogenannten Thymusdrüse gehört, vielleicht auch nicht. Was ist das? Die Thymusdrüse befindet sich ungefähr hier, du kannst es gar nicht so richtig sehen, in meine Schuhe, die Knochen hier, ja, meine, Gott, ich weiß gerade, fällt mir entfallen hier vorne, wie sie heißen. Eigentlich weiß ich das. Ein Stückchen weiter herunter. Da sitzt die Thymusdrüse. Und die Thymusdrüse ist besonders bei Kindern ausgeprägt, bei Erwachsenen nicht mehr ganz so, aber auch noch da, logisch. Und die ist tatsächlich für die Immunabwehr da. Doch, wir können nicht nur damit die Immunabwehr ein bisschen unterstützen, nein, es ist auch ein Punkt, der, wenn wir ihn aktivieren, wenn wir ihn klopfen oder massieren, auch ein bisschen mehr Richtung Wachheit geht, ein bisschen mehr Energie und Schwung in den Körper bringen soll. Das heißt, wenn du dich wirklich nicht so wohlfühlst, wenn du das Gefühl hast, jetzt hänge ich hier gerade mal durch, ist das eine gute Möglichkeit, um dich zu aktivieren und gleichzeitig dein Immunsystem auch wieder in Schwung zu bringen. Was ja in Zeiten von Corona sehr hilfreich sein kann. Deswegen machen wir das einfach mal zusammen. Es ist immer ganz gut, wenn das immer ein paar Sekunden machst und nicht nur ein, zweimal. Dann kommt natürlich noch nicht so viel bei rum, sondern es darf schon ein bisschen gehen. Dann klopfst du einfach mal ganz vorsichtig und testest mal für dich aus. Ja, wie stark will ich denn das überhaupt haben? Kann ich ein bisschen variieren? Will ich vielleicht auch mal im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn aktivieren? Wie viele Finger möchte ich dafür nehmen? Variiere doch mal ein bisschen. Und wenn du möchtest, du hörst es schon so ein bisschen, kannst du sehr, sehr gerne auch noch ein bisschen Geräusche dabei machen oder ein bisschen summen, dass so das Ganze hier in Schwung kommt, dass da so Vibrationen entstehen. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Du kannst das wunderbar machen, wenn dein Kind spielt oder das Kind macht mit. Ja, könnt ihr es zusammen machen. Schadet ja keinem, wenn ein bisschen die Immunabwehr aktiviert wird. Und dann könnt ihr das einfach zusammen machen. Ja, und dann führ einfach mal rein, wie lange du das machen möchtest. Es gibt dein Körper dir schon ein Signal und sagt, oh, das finde ich gut, mach ruhig mal noch ein bisschen länger oder na, reicht mir jetzt. Ja? Also wie gesagt, du kannst auch gerne mal tönen, ein bisschen so, wie sich das für dich gut anfühlt. Ja? Dann aktivierst du es, variier ruhig so ein bisschen, wenn du nicht sicher bist, ob du den richtigen Punkt getroffen hast. Variier einfach ein bisschen rum, da gibt es kein richtig oder falsch. Das, was sich gut anfühlt, das ist das Entscheidende, das ist das Richtige. Und das ist einer von vielen Punkten, den du nutzen kannst, den man gut im Körper abklopfen kann. Und du siehst, brauchst dafür nichts, nur dich selbst. Und das ist das Schöne daran, du brauchst nichts anderes dabei haben, du kannst es jederzeit machen, wenn du jetzt im Auto an der roten Ampel stehst, ja, oder irgendwie gerade neben deinem Kind sitzt. Mach es einfach zwischendurch, es ist ganz, ganz easy, ganz einfach. Und Klopfen generell
hast du vielleicht auch schon mal gehört, ist eine wundervolle Methode, um den Körper zu aktivieren. Das sogenannte EFT gibt auch nochmal Stärke und Sicherheit. Und dazu habe ich die wundervolle Betty Otter eingeladen und die wird dir demnächst dann auch nochmal ein bisschen was gemeinsam mit mir klopfen und dir zeigen, was du noch tun kannst, um da die Unsicherheiten auch verschwinden zu lassen und dich da zu stärken. Dazu folgt noch ein weiteres Video. Sei also schon mal gespannt und freu dich drauf. Ja, das als eine wundervolle Möglichkeit. Wie gesagt, wenn du möchtest, hol dir auch die Energieraketen, um weiterzumachen, um noch mehr solche kleinen Snippets zu haben, kleine Möglichkeiten, die dir helfen kann in deinem Alltag. Und zum Abschluss möchte ich dir noch eine kleine Übung mitgeben, die Spaß machen kann, die ein bisschen Freude macht und die auch ganz, ganz viel gute Laune verströmen kann, dir und deinem Kind oder deinem Partner, je nachdem, mit wem du es machst. Und dazu mag ich dich ganz herzlich einladen, dir einen Stift zu nehmen. Du hast bestimmt viele Stifte mit deinem Kind zu Hause. Und es ist völlig egal, was für ein Stift, Kugeltreiber, Buntstift, Filzstift, völlig wurscht. Du kannst mit deinem Kind genauso machen. Und ich zeige es dir kurz, oder ich erzähle es dir, glaube ich, erstmal. Das ist besser, weil sonst kannst du mich gleich nicht mehr verstehen. Du nimmst den Stift zwischen deine Zähne und hältst den Mund auf, ohne dass deine Lippen den Stift berühren. Und dadurch sieht es zwar ein bisschen komisch aus, aber rein physiologisch passiert in deinem Gesicht ganz, ganz, ganz viel. Und deine Nerven glauben, du bist die ganze Zeit freudig am Lachen, du bist am Strahlen, weil diese Öffnung des Mundes, ja, auch wenn es komisch aussieht oder wenn es ein komisches Grinsen eigentlich sich anfühlt, dem Körper signalisiert es etwas anderes. Und das ist das, was wir wollen, ein bisschen Energie und ein bisschen gute Laune. Also mag ich dich einleiten zum Abschluss jetzt den Stift zwischen deine Zähne und dann ein wunderschönes Gesicht und schon allein beim Gucken muss man ja auch strahlen, damit du mich noch verstehst, nehme ich den Stift wieder raus, aber bitte mach es gerne. 1 Minute, 2 Minuten, das reicht schon und du wirst einen Effekt merken und vor allen Dingen, wenn du es mit anderen machst, ist das Schöne dabei, man kommt sich erstmal generell ein bisschen idiotisch vor, aber alle lachen, alle haben Spaß. Das ist, was wir wollen. Wir wollen gute Laune, wir wollen Stimmung, denn das ist das, was uns nach vorne bringt. Ja, das ist das, was uns nach vorne trägt. In diesem Sinne hoffe ich, hast du wieder etwas für dich mitnehmen können. Das ist von einer Option zu 2 Optionen von der Körperinsel. Es gibt noch viel, 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 viel mehr. Und wenn du Lust hast, da noch weiter einzusteigen, bin ich jederzeit ansprechbar für dich. Ich mag dich jetzt einladen, dir die Energieraketen zu holen, damit du starten bzw. weitermachen kannst, jetzt bei dem, was wir angefangen haben, damit du dich selbst aktivierst und die Zeit nutzt, dir selber auch etwas Gutes zu tun. Mein Motto ist Mama Alter gleichgemacht. Das soll mein Beitrag sein, indem ich dich mitnehme auf die Mama-Energieinsel. Und ich freue mich, wenn du es mit anderen teilst, wenn du es ausprobierst und dranbleibst. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Glücksclaudia.